jetzt, Herr Dr. Bandulet, endlich erwartet der Vortrag über Geopolitik, auf den ich mich sehr freue. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es ist laut genug. Sie verstehen mich, ja. Der Begriff Geopolitik stammt von dem griechischen Wort für Land und Erde. Und damit beschäftigt sich das Studium der Geopolitik mit dem Einfluss der Geografie auf die internationalen Beziehungen und auf die Politik. Es leuchtet ja sofort ein, dass zum Beispiel die Insellage Englands oder Japans ganz mitentscheidend war für die Geschichte dieser Inseln oder dass allein die riesige Größe Russlands verhindert hat, dass zweimal ein Angreifer dieses Land erobern konnte. Und es ist natürlich auch so, dass die Mittellage Deutschlands für die gesamte Geschichte Deutschlands prägend war. Geopolitik ist natürlich eine Domäne der Großmächte oder genau genommen ihrer Eliten. Ich finde ohnehin, dass man, ja, eigentlich existiert der Staat gar nicht, es sind die Eliten, die die Macht ausüben. Die müssten wir eigentlich untersuchen, aber das ist heute nicht unser Thema. Jedenfalls sind es die Großmächte und ihre Eliten, die Geopolitik betreiben. Kleinere Länder können das nicht, die spielen da heute keine Rolle. Aber worum es geht, ist immer wieder Macht, und Roland Bader hat die Macht einmal als die verführerischste aller Drogen bezeichnet. Und daran wird sich auch nie etwas ändern. Die ganze menschliche Geschichte ist davon geprägt. Also kleine Staaten sind da nicht beteiligt. Deutschland war auch mal Großmacht, nämlich bis 1945. Und es gab hier auch eine Schule der Geopolitik, bekannter Name Karl Haushofer, der sich angeblich oder tatsächlich nach Kriegsende umgebracht hat. Seine Doktrin war übrigens nicht deckungsgleich mit der des Nationalsozialismus. Sein Sohn wurde ermordet, wie Sie vielleicht wissen. Jedenfalls wurde Geopolitik nach 1945 von den Amerikanern als wissenschaftliches Fach verboten in der Besatzungszone, weil sie meinten, naja, dass es den Deutschen nicht mehr zusteht. Und wer sich heute mit Geopolitik befasst, muss weitgehend auf amerikanische Literatur zurückgreifen. Und in den USA wird Geopolitik weiter definiert, als ich das vorhin umrissen habe. Es ist fast schon ein Synonym für internationale Beziehungen. Und wenn wir es so verstehen, müssen wir jetzt erstmal einen Blick auf die Kräfteverhältnisse der drei Großmächte werfen, um die es heute geht. Die EU ist übrigens nicht dabei. Ich habe kürzlich im CIA Factbook nachgeschaut und dort wird die EU als hybride Organisation geführt, und das ist gar keine schlechte Bezeichnung. Wenn Sie also beispielsweise auf die Wirtschaftsleistung schauen, also gemessen am BIP, nicht, und das Kaufkraftbereinigen, um die verschiedenen Kaufkraftverhältnisse anzugleichen, liegt China bereits vor den USA mit ungefähr 23 Billionen Dollar Jahresleistung, und die USA sind knapp unter 20 Billionen. Da zeigt sich schon, dass sich in der Weltpolitik etwas Grundlegendes geändert hat oder ändern wird. Und Russland, angeblich die große Gefahr, nicht wahr, für die NATO und für die halbe Welt, liegt bei 4 Billionen im Jahr, bei 4 Billionen sogar eine Idee unter der Wirtschaftsleistung Deutschlands. So sind die Verhältnisse.
Oder nehmen Sie die Militärausgaben. Solche Zahlen lügen weniger als Meinungen, nicht wahr? Dann nehmen Sie die Militärausgaben, wenn ich mich da auf die Zahlen vom SIPRI-Institut in Skandinavien stütze, dann geben die USA im Jahr, für 2017 liegen die Zahlen vor, über 600 Milliarden Dollar aus für ihre Rüstung, über 600 Milliarden, China 228 Milliarden und Russland 66 Milliarden. Also riesige Unterschiede, wobei ich natürlich weiß, dass die Aussagekraft dieser Zahlen relativiert werden muss, weil die Besoldung in China völlig anders ist als in den USA, aber es ist repräsentativ für den ungeheuren Abstand zwischen den USA und den anderen Großmächten. Das kommt natürlich auch daher, dass sich die Amerikaner sehr, sehr teure Kriege geleistet haben, die sie verloren haben im Prinzip. Afghanistan hat runde 1.000 Milliarden Dollar gekostet im Laufe der Zeit. Der Irak und wenn Sie Syrien dazu nehmen und den Nahosten nochmal runde 1.000 Milliarden. Das ist gigantisch, nicht wahr? Jedenfalls sind die USA die einzige planetarische Macht. Das ist ein Begriff des griechischen Philosophen Kodylis. Sie haben eine Marine, die die Ozeane beherrscht. Sie haben auf der Welt, je nachdem wie man zählt, über 700 Militärstützpunkte im Ausland und noch viele andere, auf die sie zurückgreifen könnten im Ernstfall. Und im Vergleich dazu haben die Russen nach eigenen Angaben 20 Militärbasen, die meisten in den früheren zentralasiatischen Sowjetrepubliken und dann eine in Vietnam übrigens und zwei in Syrien, Latakia und Tartus. Gut, wir wissen, dass die USA als planetarische Macht in die Fußstapfen der vorherigen Weltmacht getreten sind, nämlich Großbritanniens. Und die Apologeten des US-amerikanischen Imperialismus, das ist nicht abwertend oder überhaupt wertend gemeint, weil ich da meistens darauf verzichte, aber man kann das nicht anders bezeichnen. Jedenfalls die Apologeten dieses Imperialismus heben gerne lobend hervor, dass die USA den Isolationismus hinter sich gelassen haben. Das ist aber ein Kampfbegriff, den wir ein bisschen näher durchleuchten müssen. Weil die Gründerväter der USA eine völlig andere Philosophie hatten. 1823 hielt James Monroe, der damalige Präsident, seine bekannte Rede vor dem Kongress und verkündete die sogenannte Monroe-Doktrin. Ja, war die isolationistisch? Nein, er wollte was völlig anderes sagen. Er proklamierte erstens die Nichteinmischung der USA in europäische Angelegenheiten. Und zweitens verlangte er, dass sich die Europäer aus Lateinamerika heraushalten, beziehungsweise diese Länder nicht wieder kolonialisieren, aus denen sie sich gerade zurückgezogen hatten. Also es war im Prinzip der gegenseitigen Nichteinmischung, kein Isolationismus. Es war im Grunde die Parole Amerika den Amerikanern und Europa den Europäern. So viel zur Monroe-Doktrin. Nun, der neue globale Machtanspruch der USA, der im Prinzip ja unbegrenzt ist, den gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Und er wurde von niemandem besser formuliert als von Nicholas John Spickman, geschrieben mit Y in der Mitte, weil er holländischer Herkunft war. Der hat frühere Geopolitiker entscheidend weiterentwickelt und
Er sagte Folgendes. Spickman sagte, dass die Machtverhältnisse in Europa unmittelbar die Sicherheit der USA bedrohen und berühren. Und er sagte auch, dass aus amerikanischer Sicht kein Unterschied besteht zwischen einem europäisch und russisch beherrschten, zwischen einem deutsch oder russisch beherrschten Europa. Und er behauptete, ein großer Staat und eben auch Amerika müsse bereit sein, Krieg zu führen, um die Macht einer stärker werdenden hegemonialen Macht einzugrenzen. Und dann sprach er vom Rimland, wie vor ihm Mackinder, der britische Geopolitiker, und postulierte, Rimland sind die Randländer Eurasiens, nicht? Er postulierte, wer die Randländer beherrscht, beherrscht Eurasien, und wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Und damit mussten fortan die USA jegliche Kontrolle West- und Mitteleuropas, egal ob durch die Deutschen oder durch die Russen, verhindern und in Kriege eingreifen, um das zu verhindern. Manche Leute glauben ja, dass Außenpolitik, auch die der USA, wertebasiert ist. Aber wenn Sie genau hinschauen, finden Sie keinen einzigen Fall, in dem Amerika Werte verteidigt hätte und zugleich gegen eigene Interessen gehandelt hätte. Das gibt es nicht. Also ganz brutal hat es Harry S. Truman, noch bevor er Präsident wurde, gesagt, ich zitiere das aus der New York Times auf Englisch, 1941 schon, if we see that Germany is winning, we ought to help Russia. And if Russia is winning, we ought to help Germany. And that way we let them kill as many as possible. Das war die Logik hinter dem Kriegseintritt. Und wenn Sie auf die Weltkarte schauen, kontrollieren die USA diese Ränder, die Rimlands Eurasiens bis heute. In Ostasien, der größte Stützpunkt auf Okinawa, Südkorea, Okinawa, die Guam natürlich und die sehr starke Präsenz der amerikanischen Marine im Pazifischen Ozean. Dann die Rimlands am europäischen Unterleib, angefangen mit der Golfregion, Mittelmeer, Westeuropa, das ja im Grunde nur eine Halbinsel dieses eurasischen Kontinents ist. Das passt perfekt, nicht wahr, zu der Doktrin von Spickman. Und so erklärt sich ja auch die völlig paradoxe Situation, an die wir uns vollkommen gewöhnt haben, dass wir 325 Millionen Amerikaner brauchen, wir mehr als 500 Millionen Europäer, gemessen an der Bevölkerung der EU. Also über 500 Millionen Europäer brauchen 325 Millionen Amerikaner, um sich vor 144 Millionen Russen beschützen zu lassen. Das fällt ja kaum jemandem noch auf, außer Trump übrigens, der dieses Paradox begriffen hat, offenbar. Überhaupt, aber das ist heute nicht unser Thema, überhaupt ist an seiner Politik, er versucht ja, wichtige Weichenstellungen der amerikanischen Weltpolitik zu verändern und trifft auf den Widerstand der bisherigen Eliten, des allergrößten Teils. Aber wenn Sie, das ist auch vielleicht ein Thema für die Diskussion, seine durchleuchten, was er tut und was er gerne tun würde, sehen Sie, dass vieles sehr rational ist an seiner Außenpolitik. Jedenfalls zurück zu Spickman.
und dieser Kontrolle Westeuropas. Selbst Henry Kissinger, der ja überhaupt nicht antideutsch war irgendwie, hat 1993, war das, in der Welt am Sonntag davor gewarnt, dass Deutschland und Russland gemeinsam Europa beherrschen. Also das ist ein andauerndes Thema bis heute der amerikanischen Geopolitik. Und insofern muss man das, was die USA in Europa sicherheitspolitisch aufgebaut haben, als doppelte Eindämmung bezeichnen. Es ist eine doppelte Eindämmung Russlands und Deutschlands. Und dieser neue Kalte Krieg gegen Russland hat natürlich auch den Zweck, eine deutsch-russische Kooperation zu verhindern. Und das ist ja auch gelungen. Also eine Kooperation, wie sie beispielsweise Putin vor dem Deutschen Bundestag expressis verbis angeboten hat. Das hätte nicht deutlicher sein können. Jedenfalls wird die Weltpolitik, so wie sie heute ist, natürlich von einem konfrontativen Dreiecksverhältnis bestimmt. Ein Dreiecksverhältnis mit Russland, China und den USA. Und das Interessante ist nun, dass der einen Großmacht, nämlich der amerikanischen, die eigene Monroe-Doktrin schon lange nicht mehr genug ist, wie ich vorhin ausgeführt habe, dass aber die anderen beiden Großmächte so etwas wie eine eigene Monroe-Doktrin entwickelt haben. Und darauf muss ich mal eingehen. Russland hat ganz klar mit dem Vorrücken der NATO nach Osten, weit nach Osteuropa hinein, die übrigens von der EU finanziert wurde, de facto, denn beide haben sich ja fast nur etwas Zeit verschoben, ausgedehnt nach Osten, aber das Geld kam von der EU. Die Russen haben damit ihre traditionelle Einflusszone in Osteuropa verloren. Sie konnten sie am Kaukasus verteidigen, übrigens zuletzt auch am Kaspischen Meer, wo die Anrainer einen Vertrag geschlossen haben, auch mit der Absicht, die Amerikaner herauszuhalten. Sie haben sie auch mehr oder weniger verteidigt am Kaukasus, gab es zwei kleine Kriege. Und dann haben die Russen, das haben sie auch wirklich glasklar gesagt, sie haben eine rote Linie in der Ukraine gezogen. Und wie wichtig die Ukraine ist, konnte man schon vor langer Zeit bei Brzezinski nachlesen. Und diese rote Linie wurde überschritten, 2014 war das, mit einem Machtwechsel in Kiew, der wirklich von den USA inszeniert und finanziert wurde. Da gibt es ja inzwischen alle Belege und auch amerikanische Quellen dafür. Und seitdem reagiert Moskau auf dieses Vorrücken oder auf diese Verletzung der eigenen Monroe-Doktrin sozusagen, indem es alles tut, um die Ukraine zu destabilisieren. Das ist ja vollkommen klar. Viel mehr können sie nicht tun. Aber ich bin der Meinung, dass sich dieser Ost-West-Konflikt beilegen ließe, wenn sich beide Seiten auf einen neutralen Status der Ukraine einigen würden. Also nach dem Vorbild Finnland aus der Zeit des Kalten Krieges. Das hat damals tadellos funktioniert. Ich meine, die Empörung über die Rückholung der Krim nach Russland war völlig naiv. Nicht wahr? Sie müssen sich vorstellen, die USA wollten ja seit Jahren die Ukraine in der NATO haben. Das wurde auch von Deutschland mit ausgebremst übrigens. Aber der Beschluss im Prinzip steht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, die US Navy wäre in Sevastopol eingerückt. Nicht wahr? Das hätte die Verhältnisse ja im gesamten Schwarzen Meer auf den Kopf gestellt. Das war eine rote Linie, die sie verteidigen mussten und daher diese Besetzung der Krim. Aber jetzt komme ich zu China. China war bisher relativ erfolgreich damit,
die eigene Monroe-Doktrin durchzusetzen. Sie beanspruchen, wie Sie wissen, die Kontrolle des Südchinesischen Meeres. Und zwar haben Sie Ihr Gebiet, das Sie beanspruchen, bis vor die Küsten Vietnams, Bruneis und der Philippinen ausgeweitet und dort auch Inseln besetzt. Und ebenfalls im Ostchinesischen Meer, dessen Kontrolle beanspruchen Sie auch. Dort haben Sie eine Luftverteidigungszone eingerichtet, die sogar die japanischen Senkaku-Inseln abdeckt. Sie sehen, dass da viel Konfliktstoff, also viel, auch jede Menge an Auslösern für kriegerische Verwicklungen vorhanden sind. Die Stärke Chinas am Pazifik ist die massive Küstenverteidigung, die sie aufgebaut haben, vor allem mit Antischiffraketen verschiedenen Typs. Es starrt wirklich vor Waffen und diese Antischiffsraketen reichen also weit genug, um sogar den größten amerikanischen Stützpunkt auf Okinawa zu bekämpfen und decken auch Taiwan ab. Das wäre übrigens auch eine rote Linie für China, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung Taiwans. Das würden sie nicht dulden. Also es sieht bisher so aus, als ob diese chinesische Monroe-Doktrin durchsetzbar sein könnte. Und grundsätzlich gilt natürlich, dass die Gefahr eines chinesisch-amerikanischen Krieges am größten ist, solange China militärisch nicht vollkommen gleichgezogen hat, was noch nicht der Fall ist, was vielleicht 10 Jahre dauert. Das ist also dieses Zeitfenster. Danach wird es für die Amerikaner sehr schwer und eigentlich sinnlos, einen militärischen Konflikt zu riskieren. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Graham Allison, amerikanischer Professor, das heißt Designed for War, bestimmt zum Krieg, über das Verhältnis China-USA. Und in diesem Buch hat er den Ablauf eines möglichen chinesisch-amerikanischen Krieges genau durchgespielt und er legt auch dar, warum er ihn für denkbar und für möglich oder vielleicht sogar wahrscheinlich hält, aber nicht für unvermeidbar natürlich. Und er argumentiert mit der Falle des Thukydides. Und er meint, dass diese Falle sich, das sagt er 2017, in den kommenden Jahren ständig intensivieren wird, dass sie an Dynamik gewinnen wird. Und damit hat er bereits recht bekommen. Also ich denke, dass 2018 als Jahr in die Geschichte eingeht, in dem die Amerikaner ihre Strategie gegenüber China geändert haben. Das ist, glaube ich, ein Schlüsseljahr, eben unter Trump. Denn vorher haben wir 4 Jahrzehnte einer Koexistenz erlebt zwischen beiden großen Ländern, 4 Jahrzehnte eines fast symbiotischen Verhältnisses, wirtschaftlich und finanziell. Das war ein Arrangement. Die einen nehmen die Waren ab, die anderen kaufen amerikanische Staatsanleihen. Und das wird nun von Trump in Frage gestellt. Und diese neue Konfrontation, die jetzt erst begonnen hat, das ist ein neues Kapitel, die wird zunächst als Handelskrieg geführt und das wird ein dauerndes Auf und Ab natürlich sein mit zwischenzeitlichen Kompromissen, darf man sich nicht täuschen lassen. Aber im Wesentlichen geht es den Amerikanern darum, dass die Chinesen einlenken und sich so benehmen, wie Washington von ihnen erwartet. Und das werden sie eben nicht tun. Und damit steht ja die Parole Make America Great Again gegen die Parole Make China Great Again. Und die sind auf Kollisionskurs. Und deswegen werden die USA ihre militärische Präsenz im Pazifik und in Asien genauso wenig aufgeben wie die in Westeuropa.
Und sie werden auch den US-Dollar verteidigen als globale Leitwährung, weil der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Oder auch ihre Kontrolle internationaler Organisationen wie der NATO. Und was ist die chinesische Vision? Diese Vision ist die Ablösung der amerikanischen Welthegemonie durch eine multipolare Weltordnung. Ganz einfach. Und die Chinesen setzen dabei bisher auch auf Aufrüstung, aber noch stärker auf wirtschaftliche Expansion, Stichwort Seidenstraße und so weiter. Gut, bei der Aufrüstung haben sie erhebliche Defizite noch aufzuholen, bei der U-Boot-Waffe zum Beispiel oder auch bei Flugzeugträgern und so weiter. Aber sie haben die technischen Fähigkeiten dazu und das wird ihnen auch gelingen. Und die Europäer haben dieser wirtschaftlichen Expansion, die in Afrika spürbar ist, fast überall, in Lateinamerika, bisher nichts entgegenzusetzen. Sie müssen sich vorstellen, dass Brasilien, die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas, inzwischen China als größten Handelspartner hat. Nicht mehr die USA oder jemand anders. China in Brasilien. Aber jetzt zur Thukydides-Falle, die Professor Allison erwähnt hat. Thukydides war ein athenischer General und Historiker, der 411 vor Christus ein fabelhaftes Buch geschrieben hat über den Peloponnesischen Krieg. Und der oft zitierte Satz aus diesem Buch lautet: Es war der Aufstieg Athens und die darüber entstandenen Befürchtungen in Sparta, die den Krieg unvermeidlich machten. Das ist die Falle. Und damit ist gemeint, der Aufstieg eines Landes, eines Konkurrenten, der Befürchtungen hervorruft bei der führenden Hegemonialmacht. Das ist die Thukydides-Falle. Und Allison hat in der gesamten Geschichte, also der Neuzeit, 16 solche Konstellationen identifiziert, von denen 12 zum Krieg geführt haben. Und die bekannteste ist natürlich der Erste Weltkrieg. England fühlte sich herausgefordert durch Deutschland, das wirtschaftlich und militärisch rasant aufholte. Und da liegt der eigentliche Grund für den Ersten Weltkrieg, die Entscheidung, dass es zu diesem großen Weltkrieg wurde, die fiel ja unmittelbar vor Kriegsausbruch im britischen Kabinett, übrigens gegen die Mehrheit der Regierungspartei, die wurden dabei überfahren. Und nach diesen 16 Konstellationen ist, wie gesagt, die amerikanisch-chinesische die 17. Und wir wissen nicht, wie sie ausgespielt wird. Jetzt kommt natürlich Russland ins Spiel. Und Russland hat sich in diesem Machtkampf nicht endgültig festgelegt. Einerseits ist Washington dabei, die Russen in die Arme Chinas zu treiben. Haben ja auch schon mal ein großes gemeinsames Manöver gemacht. Vostok, mit haben sich 3.000 chinesische und 300.000 russische Soldaten beteiligt. Aber das ist nicht entschieden, denn natürlich können die Russen nicht begeistert sein über die Aussicht, die Rolle eines Juniorpartners einer chinesischen Weltmacht zu spielen. Auch das wirtschaftliche Gefälle ist so riesig. Also diese europäische Option, die ist in Moskau meiner Ansicht nach nicht ad acta gelegt. Und gut, wo liegen die Stärken der Russen? Natürlich. Einmal ist natürlich die Kosten-Nutzen-Relation der russischen Rüstung weitaus besser als die der amerikanischen. Die setzen also ihre vorhandenen Mittel perfekt ein
Sie sind auch geopolitisch die besseren Schachspieler. Sie haben die Amerikaner in Syrien ausmanövriert. Sie haben im Schwarzen Meer ebenfalls. Sie sind die besseren Strategen. Und aber ich habe das schon gesagt. Mein Eindruck ist, dass ein umfassender Ausgleich zwischen West und Ost, zwischen dem Westen und Russland möglich wäre, wenn der Westen das will. Aber jetzt muss ich auch noch auf die Achillesferse der amerikanischen Weltmacht zu sprechen kommen. Und hier geht es ums Geld. Nicht? Hier sind die Unterschiede ja genau umgekehrt wie bei den Rüstungsausgaben und bei der militärischen Stärke. Auslandsschulden. Nicht? Die Auslandsschulden der USA knapp 18 Billionen Dollar, also knapp 18.000 Milliarden Dollar, die Chinas 1,5 Billionen. Also nur ein Bruchteil davon. Oder wenn Sie die Leistungsbilanz nehmen, tief im Defizit bei den USA und positiv in China. Oder nehmen Sie die Haushaltsdefizite. Russland hat eine Staatsverschuldung von 15% seiner jährlichen Wirtschaftsleistung. Bei den USA sind es rund 100%. Oder nehmen Sie die Devisenreserven. Die sind im Falle Chinas sind es rund 3.000 Milliarden Dollar. Bei den USA 123 Milliarden Dollar, ne? Und so weiter. Jetzt ist natürlich richtig, dass die USA sich beliebige Defizite leisten können, solange das Ausland sie finanziert. Das Ausland hat ja auch die Kriege mitfinanziert, immer in Afghanistan und im Irak. Und es stimmt auch, dass die Amerikaner im Grunde keine Devisenreserven brauchen, solange sie mit dem Dollar die Weltleitwährung haben und ihn selbst drucken können. Und solange er akzeptiert wird, das ist natürlich der springende Punkt. Aber es ist richtig, dass diese planetarische Rolle der USA neben dem Militär auf dem Dollar beruht. Das ist ganz klar. Nur ist der Status als Großschuldner ja völlig untypisch für eine Weltmacht. Großbritannien war Gläubiger der Welt und als sie dann Schuldner wurden, beginnen mit dem Ersten Weltkrieg, da waren sie netto noch nicht Schuldner. Aber sie hatten Schulden in Amerika, gut. Aber als Großbritannien dann mehr und mehr in die Schulden reinrutschte, war es auch zu Ende mit der Weltmachtstellung. Und der Zweite Weltkrieg hat ihnen dann hat ihnen wirklich den Rest versetzt. Also die Ablösung des Dollars wird natürlich ein längerer Prozess sein. Aber wir kriegen auch auf dem Bereich der Währungen eine multipolare Ordnung. Und es ist auch doch interessant, dass zum Beispiel die Türkei für dieses russische Luftabwehrsystem S-400, was sie sich geleistet haben, in Rubel bezahlt hat und nicht in Dollar. Also wenn ich alles zusammennehme, wird das 21. Jahrhundert nicht mehr das Jahrhundert der USA sein. Es wird mit oder ohne Krieg, das ist schwer zu sagen, und das Risiko des großen Krieges wächst natürlich im Falle eines Finanzcrashs und einer Depression in den USA, aber mit oder ohne Krieg, wird auch dieser amerikanische Strategiewechsel gegenüber China, den wir seit dem vergangenen Jahr sehen, an dieser Verschiebung der Machtverhältnisse nichts
ändern können. Es gibt jetzt eine neue Berechnung, wonach bis 2030, glaube ich, die chinesische Volkswirtschaft doppelt so stark sein wird als die amerikanische. Das bezweifle ich etwas, dass es so schnell geht. China ist vier Jahrzehnte lang im Schnitt mit 9% im Jahr gewachsen. Das hat es also nie gegeben. Das war ist ein beispielloses Wirtschaftswunder. Was übrigens anfing mit dem Einräumen von Eigentumsrechten. Das war die Initialzündung dieser ganzen Geschichte. Aber da lässt sich die Uhr nicht mehr zurückdrehen, auch wenn sie das Wachstum verlangsamt. Nehmen Sie zum Beispiel die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die sind ja natürlich ein sehr wichtiger Indikator. Die waren noch im Jahr 2000, gab China dort deutlich weniger als Deutschland aus. Ne? Inzwischen geben sie für Forschung und Entwicklung mehr aus als die ganze EU und haben praktisch mit den USA gleichgezogen. Und dann kommt hinzu, ich habe ja die EU eigentlich gar nicht näher behandelt als hybride Organisation, aber jetzt muss ich doch noch ein paar Sätze dazu sagen. Dass die EU sich aufzulösen beginnt und in eine wirklich große Krise eingetreten ist, nicht, hängt natürlich mit den Auflösungserscheinungen der amerikanischen Weltmacht zusammen. Die europäische Integration funktionierte sehr gut unter dem Kuratel der USA. Die waren ja im Grunde die Erfinder dieser ganzen Sache. Und das ist, die Frage ist, ob die Briten, die jetzt rausgehen, nicht, ob sie ein sinkendes Schiff verlassen oder nur ein Schiff, das nicht mehr manövrierfähig ist. Also zunächst das Letztere. Das ist es nicht mehr, weil die Spaltungen innerhalb der EU von Ost nach West und von Nord nach Süd könnten ja gar nicht größer sein. Und es wird notdürftig zusammengehalten durch die enormen Zahlungen an die mittel- und osteuropäischen Länder, die damit ruhiggestellt werden sollen, die aber trotzdem machen, was sie wollen und das Geld nehmen. Also die EU, so wie sie ist, wird in diesem konfrontativen Dreiecksverhältnis, über das ich gesprochen habe, auf absehbare Zeit keine Rolle spielen. Und da darf man sich nicht täuschen. Und der Kernbestand der EU ist ja, das war der Kapitalfehler, ist ja heute die Eurozone. Und die Eurozone ist jetzt fast nur noch damit beschäftigt, Probleme zu bekämpfen, die es ohne sie gar nicht gäbe. Nicht? Und das ist eine Falle, aus der sich auch Deutschland sehr schwer befreien kann. Ja, wo bleibt denn eigentlich dann Europas führende Volkswirtschaft mit einer Stärke, die vergleichbar ist mit der russischen? Wo bleibt es Deutschland? Ich meine, dieses Land leistet sich eine Regierung, die nicht mal fähig ist, eigene Interessen zu definieren und die sich treiben lässt und die aber vor der Notwendigkeit stehen wird, in den nächsten Jahren Entscheidungen zu treffen. Im Verhältnis zu China beispielsweise lässt sich Deutschland in einen Großkonflikt zwischen den USA und China hineinziehen. Oder die Entscheidung, das Verhältnis zu Russland neu zu ordnen. Da gibt es viele Sachen, die Deutschland betreffen, die aber heute nicht unser Thema sind. Das ist eine andere Geschichte und damit bedanke ich mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit.